Oh, da haben wir in unserem Brief nach Hogwarts. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihre Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftmäßigen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Lesaufik ihnen dabei hilft, ihre Zauberkunst zu verbessern, bevor er sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Mathilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. Aha, eine Weasley als Schulleiterin. Das ist sehr spannend. Und dass unser Brief nach Hogwarts echt ist, sehr schön. Endlich ist er gekommen. An meinem 11. Lebensjahr war es da, habe ich vergeblich drauf gewartet. Jetzt ist es endlich soweit. War ganz traurig, keinen Brief nach Hogwarts zu bekommen. Jetzt ist aber jetzt im späten Alter. Jetzt muss ich nochmal die Schulbank drücken. 5. Klasse zurückgestuft. Na dann. Und hier sind wir im Charakter-Editor. Da werden wir die nächsten 2 Stunden verbringen. Wir haben ein paar Voreinstellungen, die können wir übernehmen und dann anpassen. Hier haben wir einmal die hier. Gibt es auch, wie ich habe da schon mich ein bisschen spoilern lassen. Wenn ich das richtig sehe, gibt es hier auch keinen Geschlechtsfehler. Es gibt halt einfach so, du kannst hier gucken, wie du den Charakter anpassen. Also man ist es natürlich hier, Hose und Kleid ist natürlich irgendwie schon da. Das finde ich ja schon mal sehr, sehr schnieke. Durch die Frisur. Bin gespannt, was hier versteckt. Können wir unser Hogwarts-Haus auswählen oder machen wir ein Quiz oder können wir unser Konto verbinden? Wir werden es natürlich noch ewig und 3 Tage anpassen. Aber das Wichtigste ist mal die Gesichtszüge. Die werden wir auch noch anpassen können, leicht, aber da finde ich das hier schon fast am sympathischsten. Das hat auch was. Die Haare, die passen noch. Wirklich fast. Gefallen mir, könnte ich fast schon mit leben in dem Charakter, würde ich sagen. Autsch, das gefällt mir. Wir haben jetzt alle Männer eine Fliege und alle weiblichen Charaktere eine Krawatte. Das ist interessant. Ich nehme die hier. Die Karte. Das sieht gut aus. Das passen wir jetzt noch 1 Stunde lang an. Gesichtsform. Ich liebe Karte-Editoren und Spielen. Wie sieht das so ein bisschen, so rundliche Gesichtszüge sehen, so ein bisschen mehr, so ein bisschen kindlicher aus irgendwie.
während so ein ovales ja, Erwachsener aussieht. Irgendwie habe ich bei dem, ob ich das gibt mir. Ich denke, dass sie dann. Es sieht ein bisschen zu. Ich denke, das hier Gesichtsform finde ich passend. Hautfarbe. Dann kann man die Hautfarbe einstellen. Von Twitter wird mich jetzt schon canceln, von schwarz nach weiß. Aber Twitter hat mich schon gecancelt dafür, dass ich dieses Spiel spiele. Ich kann jetzt sagen, was ich will. Ich bin eh schon. Twitter hasst mich schon, weil ich angekündigt habe, Ghost Legacy zu spielen. Wir wollten darüber nicht reden. Das Thema hier nicht. Und das werden wir auch nicht. So ganz arschgleich. Ja, so ein bisschen. Das kaukasische Blech, das ist natürlich. Das ist ja kein Geheimnis. Dass ich hier nicht. Dass ich deutlich hier auf der Seite bin. Ja. Brüllen? Ja. Nein. Harry Potter Brille. Ich habe natürlich eine Brille. Und die muss natürlich auch dahin. Ich glaube, die ist gut. Dumbledore Brille. Harry Potter Brille. Die ist gut. So, Frisur. Ich würde die glatt behalten. Das ist, finde ich, nicht noch eine bessere finde. Ey, finde ich schon. Die Frisur finde ich schon sehr awesome. Merken wir so, wo sie ist. Ja. Hat auch was. Also eine mittellange Haare, das finde ich besser. Okay, auch solche Versuche gibt's. Ja, nee. Ich glaube, das wird darauf hinauslaufen, dass die hier nehme. Finde ich schon sehr schön. Oh Gott. Nein. Auf gar keinen. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Nö. Hält auch was? Also finde ich. Ich finde die Frisur einfach großartig. Hat was. Und wo das auch was? Ja, das ist. Sieht ein bisschen edler aus. Und wie? Sieht ein bisschen sauberer aus, habe ich so das Gefühl. Also diese Frisur hier. Ich glaube, das war die hier. Ein bisschen was gepflegt, auch so ein bisschen was so sauber gekämmt gerade. Das ist halt, und das bin ich nicht. Ich bin der zerwuselte, zerstrubbelte, der ist so, ja, wird durch den Wind.
Ich glaube, die Frisur, die passt einfach. Ich glaub, hier, das ist nicht die Textur. Ich glaube, das ist extrahiert, weil das sieht hier anders aus. Das ist gewollt, ungekämmt. Hier gibt doch hier solche Strohhaare. Sieht ja fast männlich aus. Ich kann ja noch hin und her klicken, aber es wird auf die viele Frisur hier hinauslaufen. Ja, hat auch was, aber ich habe mich schon in die Frisur verliebt. Ja, das ist nee. Jetzt kommt das Spannende, die Haarfarbe. Oh, pink. Etwas. So gefärbt. Violette Haare. Dann würde ich auch lieber zum Violett geben. Und der Rot hätte auch was. Und für so ein Naturbraun natürlich auch was. Also bei mir, meine Haare auf meinem Kopf sind dann natürlich. Ich habe kaum mehr Haare auf meinem Kopf. Bedauernswert. Ich habe immer, habe nie, als ich noch Haare auf dem Kopf hatte, habe ich nie den Mut drüber gebracht, mir da mal die Haare zu färben. Aber es war immer so, mit dem Gedanken habe ich öfters gespielt, mal so mir die Haare so, also rot hatte ich schon öfters im Kopf, dass man dann so mal hier ins Blutrot, dass man da mal hier. So bis Weinrot hier. Eher nicht so. So ein. Ich nehme mal das auch als Farbe. Ich finde, das kann man machen. Und eher sowas. Da finde ich das Rot schon besser. Gut. Ja. Bin noch unschlüssig, ob wir doch eine braune Haarfarbe nehmen wollen. Ob ich es bereuen werde. In der Farbe. Das passt auch zu dem Plan. Zu der Namensbenennung. Falls wir einen Namen, Vorname und Nachnamen geben müssen. Habe ich auch schon einen Nachnamen. Passt zu meiner Idee. Ich find's gut, da könnte ich mit leben. Weiß nicht, ob es irgendwann später noch Möglichkeiten gibt, die Haare zu färben. Ich weiß nicht, wie auffällig das wird, aber ich denke, das passt. Da. Ich bin ja auch so ein kleiner Paradiesvogel. Ich würde es auch in echt machen, dass wenn ich Haare hätte, wenn ich vernünftige Frisur auf dem Kopf hätte und eine Perücke hätte, dann würde ich mir auch dann. Würde ich auch eine farbige Perücke nehmen. Da sind wir wieder beim Spendenziel heute. Spendern Transklar e.V. in diesem Stream und auch darüber hinaus. Herzlich willkommen. Die wollen auch zum Beispiel Perücken für mich wahrscheinlich nicht, aber werde das jetzt nicht in Anspruch nehmen. Höchstwahrscheinlich aber für Transmenschen wie Binder Tapes habe ich da gesehen. Wollen sie anbieten. Für hilfsbedürftige Transmenschen.
Einmal mit Perücken, da stehen auch, steht auch auf der Website. auch wenn ich es nötig hätte, mit meiner Perücke, ist von Tag zu Tag, von Monat zu Monat weniger Haare auf dem Kopf. Zu meinem Leidwesen. Ja, was haben wir hier? Gesichtsfarbe, okay. Können wir jetzt noch ein Alien draus machen? Wo haben wir dann die Hautfarbe ausgewählt, wenn wir jetzt die Gesichtsfarbe? So Schattierung oder so. Okay. Was tut das ändern? Irgendwas verändert sich, aber das ist halt nur ein... Dass ich keine Schattierung einstellen brauche, ist glaube ich... geht es irgendwie von selbst. Weil es ja dann im Spiel von sich ausgeht. Sieht irgendwas? Ich glaube hier die Backen... Die Wangen werden ja ein bisschen röter. Ja, es ist Rotbäckchen. Ich bin eigentlich doch eher blass. Das richtige Gesichtsfarbe fehlt bei mir. Echt. Ein bisschen Augenringe. Ein bisschen Farbe unter den Augen hier. Ja. Das passt schon. Sommersprossen Muttermale. Das passt dir sehr gut, das sitzt sogar fast an der richtigen Stelle. Bis auf der anderen Seite. Genau so jetzt habe ich das, dieses wie eine, da dieses der Leberfleck über dem Bart. Narbenmarkierungen. Warum sollten wir als Fünftklässler drin eine Narbe haben? Wir sind doch nicht Geralt. Dann kann man jetzt irgendwie eine tolle Vorgeschichte ausdenken. Sehe ich jetzt aber irgendwie nicht so, dass wir. Warum sollten wir. Gesichtsfarbe gerne noch mal ein bisschen anpassen. Die Hautfarbe. Die muss blasser. Nicht zu blass, aber. Es wird, glaube ich, auch durch die roten Haare ein bisschen blasser, als es. Es ist. Augen. Ich glaube, meine, die ich in echt habe, meine Augenbrauen, die sind hier. Die hören nach hinten so ein bisschen auf, die machen so eine hübsche Form und dann hören sie dann so ein bisschen verkackt, dann so ein bisschen so. Das dann. Sieht fast elegant aus und dann hört es auf.
bis dann was anfängt. Ein bisschen. Ja, ich würde sagen, so wie hier das Beispiel, bloß noch mit hinten ein bisschen weniger, also das so dann nach außen hin, da wird es dann irgendwie, da sind dann noch zwei, drei Härchen, das was dann da so. Hier ist an der Stelle, wo es dann interessant wird, dass da so Verdünnung. Augenfarbe. Ach, Augenbrauenfarbe. Die Augenfarbe können wir es nicht aussuchen. Ach so, Augenfarbe ist hier oben. Da habe ich so ein hübsches Grün, Grau-Braun. Das würde ich auch gerne übernehmen. Ich glaube, meine Farbe gibt es hier nicht wirklich. Das ist so am ehesten, aber noch so ein bisschen Stupsbraun so mit drin und jetzt so ein bisschen. Ich glaube, das die Farbe sind so ein bisschen ein Hauch Bernstein. Das könnte es fast sein hier, so ein bisschen hier, genau das. In so einem Ring aus Bernstein so noch drin. So sehr gräulich, bräunlich. Sehr gräulich-grünlich, aber dann so mit einem. Einen kleinen bräunlichen Glanz drin. Die Augenbrauen noch nicht mit gefärbt. Das ist ja komisch, jetzt ein Grün mit der Augenbrauen. Die kann man auch machen, hier kann man seinen Charakter auch ganz vorstellen. Ganz nicht, aber ich finde es nicht schlecht, wenn man so an den Augenbrauen so ein bisschen auch die Originalfarbe erkennen kann. Das Braun. Nicht eher bei einem helleren Ton. Naja. Ob das nämlich so. Hier wird es spannend. Was versteckt sich dahinter? Stimme. Ach, Vorname, Nachname, sehr gut. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. What? Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nicht? Das war gar nicht schlecht. Von mir aus kann's losgehen. Ach, das ist Stimme 1 zu Stimme 2, männlich, weiblich. Oder tiefer, oder. Das wird hier gar nicht unterschieden. Es war wunderbar. Ein paar Spinnweben und etwas. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin. Von mir aus kann's losgehen. Es war wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Das war gar nicht schlecht. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin vielleicht. Von mir aus kann's losgehen. Wunderbar. Etwas? Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Und Transperson spielen. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts beunruhigend. Das war gar nicht schlecht. Von mir aus kann's losgehen. Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Das war gar nicht schlecht. Von mir aus kann's losgehen. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Die Stimme finde ich aber schön. Das war gar nicht schlecht.
Es war wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Finde ich gut. Nehme ich. Okay, Schwierigkeitsstufe. Wo wählen wir unser Hogwarts-Haus aus? Kann doch nicht sein, dass dann ein anderes Haus wäre, als ich als Hufflepuff. Okay, Geschichte. Auf die Geschichte bezogen und mit minimaler Spielherausforderung. Ein kleiner Spielherausforderung. Eine ausgewogene Spielherausforderung. Eine anspruchsvollere Spielherausforderung. Eigentlich spiele ich bei Spielen, die ich noch nie gespielt habe vorher. Ich zum ersten Mal spiele leicht. Weiß nicht. Ich bin halt. Ich bin halt ein Noob. Oh, hey! Transklar e.V. Willkommen im Chat. Willkommen bei Hogwarts Legacy. Ja, Spenden sind noch keine gekommen. Ist auch hier gerade tote Hose im Chat. Spenden konnte ich noch keine sammeln. Ihr habt es geschafft, euch einen Account zu machen. Das ist großartig. Ihr seid die Ersten im Chat. Ist bei mir ist tote Hose. Im Spiel. Es ist jetzt sag mal. Im Spiel. Im Stream. Was ihr wieder denkt. Ein kleines Spiel heraus. Was nehmen wir? Normal oder leicht? Schwer nehmen wir auf keinen Fall. Normal könnte halt dazu führen, dass ich halt das früher oder später einfach rage. Das halt einfach wird sowieso passieren, aber das halt einfach. Ich bin ein absoluter Noob. Ich sieht man gerade in Kingdom Come Deliverance und in anderen Streams, in anderen Spielen, die ich schon gespielt habe. Ja. Ich bin mal feige und nee, man nennt mich feige, aber ich werde mal leicht nehmen. Einfach um das Spiel genießen zu können, die meiste Zeit werden wir eh durch Hogwarts laufen. Und die wunderschönen Landschaften, das wunderschöne Spiel genießen. Und der Kämpfer soll Nebensache sein. Ein bisschen Herausforderung mag ich schon, also ganz komplett Geschichte. Minimal daraus, so ein bisschen wie ich dann, also im Endbosskampf will ich dann auch so richtig, wie ich dann auch am Ende so ein bisschen dann auch mal meine Hand abbeißen. Dann so ein bisschen so, darf es auch mal ein kleines Spiel Herausforderung, da darf es auch mal. Ich bin schlecht genug, dass das auch der leichteste Modus mir Sorgen bereitet, aber ja, ich glaube, das leichteste für mich ist genau das Richtige. Vorname ist natürlich Max. Und Nachname. Da werden mich die Leute wieder verhassen, aber ich habe mir vorher Gedanken gemacht. Ich habe mal geguckt, was gibt's denn für. Wir spielen natürlich hier Hogwarts Legacy, wir spielen im Harry Potter Universum, was das Ding wird. Und ich werde hoffentlich mal schauen. Ich sehe hier noch keine Möglichkeit, wo ich das auswählen kann. Ich meine, da sprechen Roots, der entscheidet das für einen, welches Hogwarts-Haus man kommt, aber. Ich habe gehört, man kann sich's auch wünschen, wenn man dann sprechen Roots sitzt und dann sagt, nichts drüber, und dann kann es auch mal nichts drüber werden. Ich habe mal nachgeguckt, was es so für bekannte Persönlichkeiten im Haus Hufflepuff gibt. Und da bin ich auf die coolste weibliche Person getroffen, die es in diesem Haus gibt, die in diesem Haus war. Und würde deren Nachnamen auch einfach mal nehmen. Und das ist Tonks. Wie man das jetzt irgendwie
entweder nicht verwandt oder so, wie ihr das nehmen wollt, das ist. Ja, diese Wahl, das ist ja Schlafsaal, Hexe oder Zauberer, das war bestimmt den Schlaf seines Avatars und wie sie dich andere ansprechen. Das wäre sehr schön, wenn ich hier mich nicht missgendert würde im Spiel. Deswegen nehmen wir das in deine Reise. Ich bin gespannt, was hier so passiert, wie das mit dem Hauswahl aussieht. Ich habe doch auch staunend, ich hab viel weniger Zeit gebraucht im Charaktereditor. Es lag daran, weil es schon vorgegeben war, weil wir schon ein Modell gewählt haben. Und die Haare auch super schnell gehabt haben. So, ich würde sagen, ich bin zufrieden, dass der Charakter damit ist. That's me. Max, Tonks. Auf geht's. Starten wir die Reise. Jetzt die Story beginnen. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, natürlich. So schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit ihrem eigenen werden sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Spiel. Eleazar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Wir hatten hier die Untertitel eingestellt. Doch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein Junge. Ich werde bei der nächsten Möglichkeit die Untertitel ausstellen. Überhaupt nicht, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Sie sprechen ja Deutsch, wir verstehen. Den alten Steinhaufen wiederzusehen. Was heißt der Steinhaufen? Folgt. Warner Bros. Games Presents Everlands. Wow. Portkey Games Wizarding World. Soundtrack. Das haut mich aus den Socken. Ich hab keine Ahnung. Gut, hat mich schon vorher aus den Socken gehauen. Zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da ganz die anderen Fünfklässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Das ist ja gut, dass ich nicht dabei war. Sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Mysterium. Hast du das gesehen? Ein Zeitungsbericht über... Es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und... Es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam?
Wie denn? Ich bin mir sicher, ob Kobold oder Hauself. Sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Wir sind der Besondere. Bei Merlins Bart. Wir haben sie. Halt! Wir wissen nicht was. Na, fantastisch. Festhalten! Drache. Geht sofort actionmäßig zusammen. Wir haben es noch nicht mal den. Oh! Wir sehen Testral, das heißt, wir haben jemanden sterben sehen. Ja, direkt vor uns. Ist abgestürzt. Wow. Da will man nur nach Hogwarts reisen und sind Schuljahr beginnen und schon. Drache und zerstört die Kutsche. Ja, der Energiebalken. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Mega-Power-Tank. Bestimmt genau die richtige Beschreibung. So steht's im Fachbuch. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen. Ein Drache würde niemals. Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Portschlüssel in Portkey Games? In einem Spiel von Portkey Games. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Wie hast du die zum Bewegen? Wir sind hier viel zu hübsch gekleidet für so eine Höhle. Ein Baumstamm. Was ist diese Höhle? Ah ja, versuche natürlich irgendwie hochzukommen. Können wir hier schon unseren ersten Bug finden? Hoffentlich nicht. Wie weit hat uns der Portschlüssel geführt? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben,
Ich würde mich gern umsehen. Aber natürlich, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Schön aufpassen. Woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Die Untertitel nerven jetzt auch nicht zu extrem, aber... Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschten. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Oha. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Sind die Lasing, sehen wir hier. Fokus auf das Zentrum. Schon deutlich besser. Zauberstab. Ausgezeichnet. Endlich können wir zaubern. Nutze die Kamera, um aktives Tier auszuwählen. Das habe ich schon instinktiv getan. Feuerzauber können wir wahrscheinlich noch nicht. Oha. Das war etwas holpriger als erwartet. Kommen wir doch mit schmutziger Robe nach Hogwarts. Ja, Robe ist das ja nicht. Das ist ja hier noch unsere Ausbildung. Verbessert sich immer weiter. Hier, da war eine andere Klamotte. Die ist ja mal ein bisschen ziehen. Oh, schade, ich kann ihn nicht treffen. Ah, da oben. Okay, ich werde das Spiel. Ich kann schon Kombi-Zauber. Und wir haben diese Truhe entdeckt und Geld gefunden. Schön immer umgucken. Nicht gleich weitergehen, sondern hier mal auch umgucken in dem Spiel. Dass man nichts übersieht. In diesem tollen Spiel. Nicht mehr weit. Gleich davon. Ich üb hier ein bisschen. Bleiben Sie ruhig. Sehr windig. Zerstören. Ja.
das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Parkschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Diese Wand vielleicht. Nika zeigt deine Umgebung an. Mit dir, dem Violetten. Das Dreieck in der Mitte, das passt perfekt zu den Haaren. Dies, das gelbe Symbol, ist dein aktuelles Ziel. Halte Form gedrückt, um die Einzelheiten des Auftrags abzuschalten. Aha, der Weg nach Hogwarts. Professor Fig und ich sind per Bordschlüssel zu einer blinden Klippe im schottischen Hochland gereist. Wir müssen die mysteriösen Ruinen erkunden, zu denen der Bordschlüssel uns wahrscheinlich leiten sollte. Aha. Darf ich mich hier noch umgucken? Vielleicht finden wir hier noch Sachen. Das ist eine Statue. Professor, die Statue! Vielleicht war dies ein Zuhause. Wie könnte das sein? Ein großes Buch, eine Kugel in der Hand, ein langer weißer Bart. Interessanter Hut. Bänke. Ich nehme hier nicht den Sachen weg. Ah, okay. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er nur blockieren? Ja, nee, ich guck erstmal noch dort. Da haben wir noch was vergessen. Professor, es ist so eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Aha. Sehen wir jemanden mit einer Zauberkugel? Hellseherisch. Tarotkarten könnten es sein. Und hier der Blick zu den Sternen. Astronomie bzw. Astrologie. Und Wahrsagen. Da ist ein Riss in der Wand, da will ich hoch. Ja, das Spiel will, dass ich dort lang gehe. Sterbt, ihr Hasen. Schlechteren. Was ist das? Professor Fig! Oha. Das sieht... Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder das Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Ich sehe etwas. Was in Merlins Namen? Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Oha. Ein weiterer Portschlüssel. Zauberstab.
könnte gefährlich sein. Verzeihe, wenn ich mich umgucke. Ist das gegen Gringotts oder was? Sieht aus wie Gringotts, aber irgendwie auch nicht. Zaubererbank. Hallo? Ich habe meinen Zauberstab auch bereit. Ein Kobold. Unmöglich. Einen Moment. Doch, wir sind wieder. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Warum sind wir bei zu Gingwurz gekommen? Nach Ihnen. Warum in aller Welt ausgerichtet nach Gingwurz? Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Das mache ich auf jeden Fall ganz gerne. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut die Luft anhalten. Wie bitte? Wasserfall entfernen, alle Verzauberungen. Ja, das haben wir nur untersehen gesehen. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Also ich muss sagen, ich finde hier Gringotts auch wieder... Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Fällt's einfach fantastisch. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Großartig, was wir hier zu sehen bekommen. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. So viel Action und so viel Spannung hier schon, bevor wir nach Hogwarts gekommen sind. Das ist ja... Ist der Kobold irgendwie mysteriös? Da sind wir. Potenziell gefährlich. Wann wurde dieses Verlies zuletzt? Ja, jetzt haben wir es da raus. Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag.
haben wir nichts. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Was ist da Mächtiges drin? Mächtiges, Prächtiges. Verlies Nummer 12. Ich schaue mich nur mal um. Hier sind zum Beispiel noch Truhen. Nichts drin, oder was? Ah, doch, ein bisschen Geld. Ich bin immer noch ein bisschen... Und will da nicht blindlings rein spazieren. Aber die Luft scheint rein zu sein. Was meinen Sie, wonach wir suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Laut Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Das war vorauszusehen. Viel Erfolg. Das kam jetzt wirklich unerwartet. Nein, das kam komplett erwartet. Da muss doch irgendetwas sein. Das habe ich sowas von gewusst. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er nicht nötig, ich sehe es schon. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Aha. Halte den Zauberstab mit der Maustaste fest. Mit der Maus fest. Wie ihn entlang des Pfades, des Symbols, den Zauberspruch zu lernen. Ah, also wie zu den Illuminaten kommen wir dann. Also wie in anderen Spielen. Drücke den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert wirst, um die Bewegung des Zauberstabs entlang des Pfades des Symbols zu beschleunigen. Aha. Ah, okay, das haben wir nicht geschafft. Ja, beim ersten Mal, plus 2. Revelio. Der Illuminati-Spruch. Revelio. Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Darf mich hier noch gucken. Revelio. Eine Tür. Oh, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Doch, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie, unseren Weg heraus verdienen? Glauben Sie, das ist eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Ich bleib mal bei dir. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Unbedingt bleibe ich in der Nähe. Ich sehe da vorne etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder, aber auf dem Boden. Da hat mich was an der Säule abgelenkt. Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Soldaten. Ja, Sir, mir geht's gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Scheint, wie du mit dem Boden gehen willst. Welche Statue?
Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Im Verlies stellen wir schnell fest, dass es näher war. An einer versteckten Tür fand ich ein leuchtendes Symbol. Es muss einen Grund für dieses Spiegelbild geben. Ich lese gerade auf dem Portschlüsselbehälter. Als wir versuchten, die Tür zu öffnen, fanden wir uns plötzlich in einer gewaltigen Dunkelheit wieder. Wir befinden uns wohl noch immer gegen Gott. Sie könnten Revenio. Aber das hier ist kein gewöhnliches Verlies. Entscheide dich, wie du weiter vorgehen willst. Das heißt, die entscheiden. Haben wir eine Alternative? Revelio. Ich denke, das haben sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt. Als sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Wir lernen Lumos. Du hast den Lichtzauber Lumos erhalten, der automatisch deinem Zauberset zugewiesen wurde. Lumos lässt die Spitze deines Zauberstabes aufleuchten, damit du im dunklen Gebiet besser sehen kannst. Und sei gegrüßt, Ducci. Willkommen in Eignodum Community. Ein neuer Zuschauer. Ja, hey Ducci. Was hat dich hierhin verschlagen? Willkommen bei Hogwarts Legacy. Wir spielen Hogwarts Legacy. Und by the way, kleiner Spendenstream. Sei herzlich willkommen. Kannst natürlich auch gratis dieses Let's Play genießen. Aber nebenbei sammeln wir auch Spenden für den guten Zweck. Also falls du ein paar Euro übrig hast, kannst du einen kleinen Alert triggern, indem du einen kleinen Groschen an Transklar.de spendest. Habe in deinem Insta deinen Aufruf über Instagram. Sehr schön. Willkommen im Stream. Über den Link hier, den ich dir nochmal einbinde. Spende. Kannst einmal rüber zu Better Place und da mal, wenn du einen kleinen Groschen übrig hast, eine kleine Spende für Transmenschen in Not. Da das eine Transperson in Not heißt, glaube ich, die Spendenaktion von Transklar e.V. Jede Summe ist willkommen. Ist nicht Pflicht, ist da, wenn man kann, ist auch hier, soll sich keiner gezwungen fühlen. Erstmal sehr vielen Dank, dass du da bist. Lumos. Sehr gut. Und jetzt dreht sich das Spiegelbild zu mir. Es folgt wirklich dem Licht. Willkommen im Chat. Aha. Was geschieht? Ich kenne noch nicht viele Zauber.
Fahrtstuhl aufgenommen. Sieh deine Ziele an, um den Weg nach vorne zu enthüllen. Okay. Ich bin gerade leicht beschäftigt. Ich kann mich jetzt hier nicht wirklich auf die Wege konzentrieren. Nein. Du musst. Professor? Professor Fig? Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Nein, das ist gar nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Was ist hier los? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Und der Magie führen dort lang. Aber was ist mit Professor Fig passiert? Okay, das wollte ich nicht. Das wurde die Menütaste. Ah, dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder. Was ist mit dem Professor passiert? Haben wir den verloren? Lumos. Okay, die reagieren nicht mehr auf Lumos. Wo ist der Professor hin? Revelio, ich bin wohl auf mich allein gestellt. Oh, verdammt. Wir müssen alle drei auf einen Pfad führen. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg hier herauskämpfen müssen. Ich muss dich. Ach du Scheiße. Und weiter geht's. Halte Q während Protego gedrückt, um die Gegner mit einem Stupor-Konter zu betäuben. Betäubte Gegner nehmen extra Schaden, der durch goldenen Zahlen angezeigt werden. Okay. Das haben wir automatisch gemacht. Da waren es nur drei. Schaden bekommen. Wir sind relativ stark schon. Dafür, dass wir noch ein einziges Jahr eine Hochwasserepidemie gehabt haben. What the hell? Lumos. Professor. Und wo ist der Professor? Geht's weiter, aber was ist? Ich kann auch nicht ohne den Professor gehen, oder was?
Ich muss wohl. Wo ist der Professor? Wo zum Geier sind wir? Finde Professor Fick, ja. Das habe ich vor. Hier ist eine Tür. Hallo! Sind Sie da? Professor Fick? Ja. Mein Gott, Ricks Herz, es geht Ihnen gut. Ich bin wieder zurück am Eingang zum Verlies. Ich weiß nicht, wie ich die Tür öffnen kann. Da muss etwas sein. Ich suche hier weiter. Etwas in der Mitte. Na, da sind Sie ja. Wir haben Sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Ich habe das gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Aha. Mal sehen. Es ist dann wohl eine Erinnerung. Kopf runter. Ah, der Zauberer von dem Wandtafel. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfung würdig, das Wissen und erst die zugehörige Verantwortung zu erhalten. Okay. Wir haben alles getan. Sag mir jetzt nichts, der Name. Sehen Sie also das Leuchten, das sie umgibt? Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und Sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ach, ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Renrock. Mein Ruf scheint mir voraus zu eilen.
Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lasst mir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja die junge Dame hier hilfsbereiter. Oder was? Epische Szene.